Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 309. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass keines deiner Worte auf die Erde fällt, sondern dass jedes Wort voller Kraft und Hoffnung ist, dass wir aus jedem Wort leben können, dass wir in deinem Wort lesen, dass alle deine Verheißungen, alle Prophezeiungen, ähm, ja zuverlässig und verhaftig sind und wir uns darauf verlassen können. Und Herr, wir möchten dich bitten, dass du deswegen auch heute durch dein Wort zu uns sprichst. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 1. Samuel, Kapitel 4. In einer militärischen Katastrophe haben die Israeliten die Schlacht gegen die Philister verloren. Die Bundeslade ist verloren gegangen. Die beiden Söhne Elis, Hoffni und Pinyas sind eben auf dem Schlachtfeld gestorben. Eli, vor Schreck auch gestorben und seine Schwiegertochter, die Frau des Peneas, bekommt bei der Nachricht plötzlich Wehen. Wir lesen in Vers 20, als sie aber im Sterben lag, sprachen die Frauen, die neben ihr standen, fürchte dich nicht, du hast einen Sohn geboren. Aber sie antwortete nichts und beachtete es nicht. Und sie nannte den Knaben Echabod und sprach, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen. Weil die Lade Gottes weggenommen worden war und wegen ihres Stiegervaters und ihres Mannes. Und sie sprach wiederum, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, denn die Lade Gottes ist weggenommen ohne Bundeslade. Keine Herrlichkeit. Denn die Bundeslade war ein Symbol für Gottes Charakter, für seine Regierung. In der Bundeslade waren die zehn Gebote. Unsere Herrlichkeit in unserem Glaubensleben. In unserer Gemeinde hängt da an den zehn Geboten, an dem geöffneten himmlischen Heiligtum, der, der Öffnung zum Allerheiligsten, wo laut Bibel die Bundeslade heute im himmlischen Heiligtum ist und die wahrhaftigen zehn Gebote, so wie sie unverändert vom Finger Gottes geschrieben sind, dort offenbart sind. Unsere Herrlichkeit als Gläubige hängt damit zusammen. Dass wir im Glauben in dieses Allerheiligste gehen und die zehn Gebote in unserem Herzen tragen. Die Philister aber hatten die Lade Gottes genommen und sie von Eben Ebeneser nach Astod gebracht. Und die Philister nahmen die Lade Gottes und brachten sie in das Haus Dagons und stellten sie neben Dagon. Als aber die Astroditer am folgenden Morgen früh aufstanden, siehe, da lag Dagon auf seinem Angesicht, auf der Erde, vor der Lade des Herrn. Da nahmen sie den Dagon und stellten ihn wieder an seinen Platz als er beim folgenden morgen früh aufstand siehe da lag dagon auf seinem angesicht auf der erde vor der lade des herrn aber der kopf dagon's und seine beiden hände lagen abgehauen auf der schwelle nur der rumpf dagon's war von ihm übrig geblieben da war eine ganze armee mit israeliten und die bundeslade war in ihrer mitte und trotzdem verloren sie die schlacht aber jetzt ist die bundeslade alleine ohne einen einzigen soldaten im feindesland und die bundeslade Siegt über die Philister ohne einen einzigen israelitischen Kämpfer. Hier sehen wir, das Problem lag nicht an der Bundeslade. Das Problem, dass die Israeliten die Schlacht verloren haben, das lag an ihren eigenen Herzen und an ihrer fehlenden echten Vertrauensbeziehung zu ihrem Schöpfer und Erlöser. Darum treten die Priester Dagon's und alle, die in den Tempel Dagon's gehen, nicht auf die Schwelle Dagon's in Astor bis zu diesem Tag. Aber die Hand des Herrn lag schwer auf den Einwohnern von Astod. Und er brachte Verderben über sie und schlug Astod und sein ganzes Gebiet mit Beulen. Gott selbst kann den Sieg erringen, er braucht keinen einzigen Menschen dazu. Er selbst hat alles unter Kontrolle. Als aber die Leute von Astod sahen, dass es so zuging, sprachen sie: Lass die Lade des Herrn, des, äh, lass die Lade des Gottes Israel nicht bei uns bleiben, denn seine Hand ist zu hart über uns und über unserem Gott Dagon. Und sie sandten Boten hin und versammelten alle Fürsten der Philister zu sich und sprachen: Was sollen wir mit der Lade des Gottes Israels machen? Da antworteten sie: Die Lade des Gottes Israels soll nach Gath ziehen. Und sie brachten die Lade des Gottes Israels fort. Und es geschah, als sie die Lade hingebracht hatten, da kam die Hand des Herrn über die Stadt, so dass eine sehr große Bestürzung entstand und er schlug die Leute in der Stadt vom Kleinsten bis zum Größten, so dass an ihnen Beulen ausbrachen. Da brachten sie die Lade Gottes nach Ekon. Als aber die Lade Gottes nach Ekon kam, schrien die von Ekon und sprachen, sie haben die Lade des Gottes Israels zu uns her hergebracht, um uns und unser Volk zu töten. Da sandten sie Boten und versammelten alle Fürsten der Philister und sprachen, sendet die Lade des Gottes Israels wieder zurück an ihren Ort, damit sie uns und unser Volk nicht tötet. Denn es war eine tödliche Bestürzung in der ganzen Stadt und die Hand Gottes lag sehr schwer auf ihr. Und die Leute, die nicht starben, Wurden mit Beulen geschlagen und das Geschrei der Stadt stieg zum Himmel empor. Gott ist völlig in der Lage, über seine Feinde zu siegen. Er braucht keinen Menschen notwendigerweise dazu. Und damit sollten die Israeliten aus dieser ganzen Geschichte lernen, dass das Problem in ihrem eigenen Herzen gewesen ist. So war die Lade des Herrn sieben Monate lang im Land der Philister. Und die Philister riefen ihre Priester und Wahrsager und sprachen: Was sollen wir mit der Lade des Herrn machen? Zeigt uns, auf welche Weise wir sie an ihren Ort senden sollen. Und sie sprachen: Wenn ihr die Lade des Gottes Israels fortsendet, so sollt ihr sie nicht leer fortsenden, sondern ihr müsst ihm unbedingt ein Schuldopfer entrichten. Dann werdet ihr gesund werden und ihr werdet erfahren, warum seine Hand nicht von euch lässt. Sie aber sprachen: Welches ist das Schuldopfer, das wir ihm entrichten sollen? Sie antworteten: fünf goldene Beulen und fünf goldene Mäuse. Nach der Zahl der Fürsten der Philister. Es ist, ein, und diese, es ist ein und dieselbe Plage über euch alle und über eure Fürsten gekommen. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, bitte mach uns doch ganz bewusst, auch heute an diesem Tag, dass unsere Herrlichkeit, die über uns aufgehen soll, direkt mit der Bundeslade, mit dem Gnadenthron, mit deiner Regierung, deinem Thron, und den zehn Geboten, die das Fundament dessen sind, zu tun hat. Und dass wir darüber nachdenken und ganz fest in unserem Herzen haben, dass sie nicht aus unserem Denken weichen. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.